Eivor, nur herein. Siegfried sagt mir, dass du im Norden Piraten gejagt hast. Verbündete von Armagh, die Waffen und Vorräte lieferten. Ich habe diese Verbindung gekappt. Gott ist wahrlich mit uns. Owen ist geschwächt und wird bald Gottes Gerechtigkeit spüren. Hast du die Männer, um Armagh einzunehmen? Ja, dank Siegfried. Er hat Wikinger aus allen Ecken Irlands herbeigetrommelt. Wie hast du die Nordleute überredet, für dich zu kämpfen? Ich erzählte ihnen, dass es ein Kloster voller Silber zu plündern gäbe. Dein Vater hätte keine solchen Versprechen gemacht. Und er hätte nicht so viele Leute versammelt. Wir können nicht die Gunst der Menschen gewinnen, indem wir ihre Häuser und Kirchen zerstören. Aber diese Männer erwarten Raubzüge. Wenn wir ihnen das verwehren, dann... Dürfte ich? Ich denke, in diesem Fall könnten Feuer helfen. Inwiefern? Als wir bei Clocha angegriffen wurden, beließ Owen es nicht dabei. Er brannte auch Cashelbir nieder, als eine Botschaft. Jetzt sollten wir das Land in Feuer aufgehen lassen, damit die Menschen erfahren, dass Armagh gefallen ist. Möge brennen, was brennen muss, aber haltet eure Krieger im Zaum. Tötet nur unsere Feinde und verschont die Kirche. Zu Befehl, mein König. Noch etwas. Abt Owen ist der Anführer der Kinder der Danu. So, so. Das Gift, der Hinterhalt, alles ein Teil von Owens bösartigen Plänen. Wir werden Armagh von diesem unheiligen Dreck befreien. Siegfried und ich machen das Heer bereit. Komm dazu, sobald du kannst. Sieh gut zu, liebe Dichterin. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Danke, dass du nichts über meine Vergangenheit gesagt hast. Was vergangen ist, ist vergangen. Eivor, du bist wirklich ein Held wie aus den Legenden. Erlaubst du mir, deine Geschichte zu singen? Gerne. Ich muss sie nur erst zu Ende bringen. Schön, dich als Anführer zu sehen. Das steht dir. Es fühlt sich schwer und steif an wie diese Rüstung. Ich beneide dich, Eivor. Nach dem Ende der Schlacht kannst du tun, was du willst. Ich gehe, wohin mein Schicksal mich führt, Siegfried. Niemand von uns ist frei davon. Es gibt schlechtere Schicksale, als König zu sein. Unsere Kräfte sind erneuert, dank Gottes Gnade. Der Dank gebührt zum Teil auch Siegfried, König Flan. Ja, ich weiß um seine Rolle. Er ist ein guter Mann, aber ihm fehlt die Erfahrung seines Vaters. Dann musst du ihm zeigen, was es heißt zu führen, zu Hof und auf dem Schlachtfeld. Los! Treiben wir den falschen Abt aus seiner Höhle. Ja, Owen muss für seine Taten büßen. Es gibt weniger Verteidigung als erwartet. Sie verstecken sich hinter den Mauern. Schlagen wir zu, solange der Vorteil unser ist. Wir ziehen los, aber nicht zu voreilig. Gott leitet die Gerechten. Ihr habt keine andere Wahl! Durchbrecht das Tor! Die Brücke ist unten! Meine Nordleute sind bereit. Durchbrecht! Überlasst den Barbaren mir! Verleiht mir Stärke! Bringt alle um! Ein Tod nicht. Vorsicht! Sie haben Geschütze! Alle von oben! Räumt die Zinnen ab! Teilt diesen Sündern den Zorn Gottes! Soldaten, keine Bauern! Vernichtet sie! Okay.
das Fallgatter hochziehen, um weiterzukommen. Verlasse dieses Gotteshaus, Flan Shinnar, oder sein Zorn wird dich auf ewig verfluchen. Du entweichst diesen heiligen Ort mit deinen üblen Taten. Du bist eine Seuche und wir brauchen Heilung. Gott richtet über mich, nicht du. Du mimst den Christenkönig und lässt doch Heiden und Wölfe deine Drecksarbeit erledigen.
Erzähl mir nichts von doppeltem Spiel. Ich weiß, dass du die Kinder der Danu anführst. Ach ja? Dann solltest du auch wissen, dass du nicht obsiegen kannst. Meine Kinder sind überall. Auch an deinem Hof. Wen meinst du? Kira hätte das Zeug zur Hohepriesterin gehabt, aber sie war sorglos. Sie spielte mit Kräften, die zu hoch für sie waren. Hör nicht hin, Flam. Er will dein Urteilsvermögen trüben. Kaum verwunderlich, dass sie sich bei dir angeschmeichelt hat. Es zog sie schon immer zu mächtigen Männern hin. Du lügst, Teufel! Ach ja, Liebe macht blind. Es passiert so schnell, dass man nichts mehr sieht, wenn man einer Frau hinterherläuft. Es ist keine Schande, deine Hände nicht zu beschmutzen. Lass mich deine Drecksarbeit machen. Das ist Gottes Werk. Beschützt euren Abt! Dass du dein Vieh nicht lassest, mit anderlei Tier zu schaffen haben. Und dein Feld nicht besähest mit zweierlei Samen. Halt mir keine Bibelzitate vor, Teufel. Möge deine Zunge in alle Ewigkeit brennen und dein Hals von Scherben durchbohrt sein. Nein, du lässt dich lieber von deiner heidnischen Dichterin besingen. Wenn sie dir die Kinder der Danu verschwiegen hat, was mag sie noch vor dir verborgen halten? Er will deinen Verstand vergiften. Lass diese Worte nicht an dich heran. Aber könnte er die Wahrheit sprechen? Die besten Lügner mischen wahr und falsch. Wenn sie Teil des Ordens war, gehört es der Vergangenheit an. Du hast recht. Diese üble Luft hier vernebelt meine Sinne. Treten wir hinaus in Gottes reinigendes Licht. Schönes Land. Wir sind ein gesegnetes Volk. Die Kunde unseres Sieges verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ich konnte den Raub nicht vereiteln, aber ich habe veranlasst, dass die Leute verschont werden. Sie werden vom Hochkönig singen, der die Kirche von Armagh reinigte, und vom König Döflins, der ehrbar an dessen Seite kämpfte. Und dem Helden, der aus dem Land der Helden kam und ihnen den Sieg bescherte. Niemand wird vergessen, weder Lebende noch Tote. Silfri á, mun ekki eigi hlusta að vælan nýjar öxar